Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute habe ich wieder ein Blitzrezept für euch, perfekt für die schönen Sommertage zur Abkühlung und auch mit ganz, ganz wenigen Zutaten. Die habe ich immer zu Hause und das bedeutet, man kann es jederzeit vorbereiten. Als erstes gebt ihr nun den Zucker in den Mixtopf und pulverisiert dies für 10 Sekunden auf Stufe 10 und stellt so euer eigenes Puderzucker her. Fügen wir einfach nur die gefrorenen Früchte hinzu und lassen dies für 10 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinern. Und jetzt geben wir das Eiweiß hinzu und lassen es für 45 Sekunden auf Stufe 5 zu einem leckeren Softeis verrühren. Jetzt endlich für euch probieren. Ich habe es einmal hier in der Waffel angerichtet. Die ist total lecker, die ist nämlich noch innen drin mit Schoko überzogen. Oder ihr serviert es einfach hier in so kleinen Schälchen. Ich probiere das jetzt mal. Super lecker, es schmeckt einfach nur so richtig lecker nach Honigmelone. Also das ist mein absolutes Lieblingseis. Ich würde sagen, macht es nach, schreibt mir in den Kommentaren, ob es euch geschmeckt hat. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.